Servus miteinander und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Mein Name ist Bernmeister und wir schauen mal, was hier so geht. Hier spielen, wie wir sehen, von Telltale Game of Thrones, Season 1. Joa, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das Ganze jetzt mit Tastatur und Maus spielen werde oder ob ich das Ganze mit einem Controller spielen werde. Aber hier legen wir einfach mal los. Game of Thrones dürfte den meisten hier bekannt sein. Für alle, die nicht. Ich empfehle die Bücher oder sich die Serie mal anzugucken. Ja. Wir sehen hier, dass wir verschiedene Episoden haben. Es wird insgesamt 5 Episoden, glaube ich, geben. Oder sind 6 Episoden geben. Davon sind... ist bisher nur die erste erschienen und diese werden wir jetzt spielen. Ich denke, das Ganze wird so 1,5 Stunden gehen. Wir werden mal schauen, wie es läuft. Und los geht's. Ja, wie wir sehen. This game series adapts. Choices you make, this story is dictated by how you play. For thousands of years, House Forrester have been loyal bannermen to House Stark in the darkest reach of the Wolf's Wood. They harvest the rare ironwood trees. Now the North has been ripped apart by the war, and river houses seek to claim forest ironwood from themselves. And the fate of House Forrester hangs in the balance. The trout in the towers, the wolf dropped the fish and they all ran away. The trout, he fluffed off without a scowl, and stole the wall to pray. Another wall to pray. Two weddings brought on by beheadings, the knife he cooks for me. Two weddings brought on by beheadings, yet all is happily. The great Jaime Lannister. Kingslayer, Oathbreaker, brought to his knees by the men of the North. And set free by the women. Hier will ich ganz kurz unterbrechen. Die Settings gehen. Wenn wir eben die Controls angucken. VSD, Run, Pause-Menü. Ben, you'd think he'd done it himself the way he tells it. Lord Forrester's sword won't clean itself, you know. So, hier können wir etwas abpicken, einfach mit der Maus. Select and then click, zack. Make sure it's spotless this time. Lord Forrester won't be happy with blood and brains all over it. Go on, it's only blood. Einfach die Maustaste halten und einmal nach oben ziehen. So. Now that is a proper sword. I'll have one like it myself someday. You? You'll never have a sword like that. I say that as a friend. And if we're being honest, we are just a squire. I will. You'll see. Of course, your lordship. Seht, ich muss da mal Auswahlen treffen. Unten läuft die Zeit ab. Ich werde sie nicht mitsprechen, weil dafür einfach in diesem Spiel keine Zeit bleibt. Ihr müsstet selber sie durchlesen. Etwas blöd gemacht, man hat nur ein paar Sekunden Zeit quasi, sich alles durchzulesen und dann seine Entscheidung zu treffen. Man kann dies meistens, indem man einfach auf die Leertaste haut, so wie ich jetzt, und Pause macht quasi, das Spiel anhalten, um sich nochmal seine Entscheidung zu überlegen. Allerdings, wie man sieht, sind dann auch die Antwortmöglichkeiten gerade wieder weg. Well, after you take your rightful place on the Iron Throne. I had a hand in it, you know. Hand him what? Capturing him! He was nowhere near the Kingslayer at the Whispering Wood. He was so drunk. Weil das Problem ist, dass die Herren meistens noch nicht ausgesprochen haben, wenn die Auswahlmöglichkeiten erscheinen. Ich weiß nicht, warum man das so machen musste, aber anders scheint das hier nicht zu laufen. Monkey barely made it out of his tent. Next, he'll tell us he caught Tyrion too. Shh! Let him finish. Oh, he'll talk all night if you let him. You captured the Kingslayer. Aye. Well, I had a hand in it. Aye. And round his ankle as 10 others took him down. See? What did I tell you? I brought him to his knees. Lord Forrester. A
But not before he dragged you halfway across the battlefield on your face! You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story, which grows more far-fetched every time he tells it. Get your liege lord some wine. Go on. So, jetzt sehen wir mal. I don't take orders from you, you do it right, thanks. It's your job. Right, thanks. You're welcome. Thank you, Garrett. I'll do it. Norrin's family has faithfully served House Forrester for centuries. His honor is beyond reproach. House Tully is forever in his debt. They've never seen a field plowed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Fetch your cup. Tonight we celebrate. To Robb Stark, the King in the North! The King of the North! Tomorrow, we march on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the Young Wolf's army and ride as the vanguard! The gods have favored us. Onward to Casterly Rock! So, welchen Spruch wollen wir hier aufsagen? Ich denke, the North remembers. To the Lannisters! Aye! The North remembers! Aye! Garrett. Yes, my lord? I need you to keep an eye out for Roderick. As his father, I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. There's also the question of what's to be done with you. It's been on my mind for a while now. So, wir sehen, soll unser Charakter hier wieder eine Auswahl treffen. Ja, es scheint so, als hätte unser Lord hier ein kleines Versprechen an uns. Wir werden mal so ein... Wir werden einfach bescheiden sein und sagen, I've done nothing. Something must be done. I've done nothing wrong, my lord. Right or wrong, that is for the gods to decide. You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. How shall I reward your loyalty? What can I offer you? Ich denke, auch hier sagen wir mal, I seek nothing. You served me well. I seek nothing, my lord. Serving a noble house such as yours is reward enough. You're far too modest, Garrett. Whatever you believe is best, my lord. There were those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well deserved, Garrett. Your hard work has paid off. So, will, dass wir morgen an der Seite seines Sohns in die Schlacht reiten, oder was heißt denn die Schlacht reiten? Dass wir mit seinem Sohn reiten. Ich glaube einfach, er wird Sörgen und seine Loyalität bestätigen und dem Vater sagen, I won't let you down. Thank you, my lord. I promise. I won't let you down. That I don't doubt. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight. And I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Now go, and find Roderick if you can. I will, my lord. Thank you. Bloody hell. Empty. Squire! Fetch us more wine! Can you give me a hand? Come on. Er fragt, ob wir mit ihm quasi Wein holen gehen. Ich denke mal, das sollten wir tun. Immerhin sind wir lange genug ein Knappe gewesen. Dann können wir das immer noch sein.
Yeah, no problem. I have been a squire longer than you. So? I outrank you. You should help me. Fetch more wine, scrub my armor, clean my boots. Just my luck to end up with Norin while you serve the Lord. Let him fetch his own wine for once. He's a drunk, a liar, and an arrogant prick. Ja, ich denke, hier sagen wir einfach, er soll seine Arbeit machen, weil rumjammern hat auch nie jemandem was gebracht. It's your job, so do the work and stop complaining. You try squiring for Norin and see how much you like it. See, that's where you're lucky. Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. But not by much. Ich denke, hier sagen wir einfach, wir sind nicht so unterschiedlich, wie er denkt. Don't get angry with me. We're no different, you and I. Aye, but I'm not the son of a pig farmer. My father had dignity. All I'm saying is, at this rate we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could be squires for life. All in wine around a fucking wedding. What a waste of fucking time. Ich denke mal, hier sagen wir ihm noch nicht, dass wir quasi ihm jetzt übergestellt sind, sondern sagen ihm wieder, er soll aufhören, hier rumzujammern. I'm sick of listening to your whine. With that attitude, you'll never be more than this. Easy for you to say. Maybe if my uncle were Castle, then I'd feel different. Who my uncle is has nothing to do with it. How much further? That's right over there. Und hier sind wir schon, wo wir uns zeitlich ungefähr einordnen. Das habe ich, glaube ich, anfangs vergessen zu sagen. Wir sind auf der Red Wedding, der roten Hochzeit, wie sie, glaube ich, im Deutschen heißt. Und für Kenner der Serie, die werden ja schon wissen, was hier jetzt passiert, für alle anderen, wird das hier gleich eine nette Überraschung. Take your time. You lot have drunk your share. Good thing Lord Walder's in a generous mood. Fucking phrase. Nice night for a wedding. Not often he finds a willing husband for one of his daughters. Don't expect me to carry it for you, Sir Gerard. What? What's wrong? What's gotten into you? You're acting rather odd. Yeah. Scheint wohl irgendwas nicht zu stimmen, wir hier. Ich denke, wir sollten schleunig zurückgehen. You've had too much wine. We need to get back. Now. They're fine, they can wait. No, you don't understand. We need to go. And take the fucking flagon already. What's wrong with him? Something the matter? Bowen, we have to go. You go if you're in such a rush. Hier haben wir die erste Entscheidung zu treffen. Wir können losrennen und Lord Forrester warnen oder versuchen, unseren Freund zu retten. Ich denke, unser Freund steht neben uns. Können wir mal versuchen, ihn zu retten. But what about... What the hell was that about? Slow down, would you? What's the rush? Still need a fucking run. Ich denke, aber an dieser Stelle sollten wir uns trotzdem etwas beeilen, oder? Not gonna die of thirst. Run! Ah!
need to get back to camp. Hier sehen wir ein kleines Quicktime-Event. Jetzt müsste ich mich aber ziemlich beeilen. Im Prinzip bestehen die Spiele von Telltale hauptsächlich dann daraus, dass man hier so kleine Events mitmacht. Nicht wie klassische Point-and-Click-Adventures, sondern eher sowas. Ah, geschafft! Uiuiui, das ist ganz knapp hier. Garen, we have to get back. A gift from the king. Ready, boys. Whoa! Shoot that one! What? So, ja, ob ich das noch hingekriegt hatte. Sicherer ist. Hier müssen wir jetzt ganz schnell gut erkennen. Und ihn. Und wieder Kugel vor uns. Zur Seite, einmal zur anderen und wieder zur Seite, schnell, bevor die Pferdchen kommen. Und einmal bevor die Pferde gekickt. Wahrscheinlich dein Vater die Wahrheit sagen müssen. Speak up, Garrett! Did you see him or not? The Freys. They slaughtered him, my lord. Oder auch nicht. Find a weapon, quickly! Go, my lord, while there's still time. Ob er mit der Wunde weit kommt? Seven Hells. So, ich denke, hier wäre eine Entscheidung. Ja, ihr wundert. Ich glaube, das weiß er selber. Now, what do we do? Ja, ich denke, wir sollten einfach voranschreiten und das auch sagen. We have to keep moving, my lord. I'd never make it. They'll hunt us down like dogs. Well, the prey says time to run. Guard this with your life. Return it to Ironrath.
where it belongs. There's no time to waste. I'll be damned if I let it fall into the hands of those traitors. You have to go. You're welcome. So. An der Stelle machen wir mal eine Pause. Und schauen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Werden wir ihn alleine lassen? Oder werden wir es schaffen, uns zu retten und ihn vielleicht auch? Ich sage erstmal Servus beieinander und bis zum nächsten Mal.